Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Albenrevue. Heute wird es um das Yes-Album Drama gehen. Und die Ereignisse, die zu der Entstehung dieses Albums geführt haben, sind recht gut dokumentiert. Begonnen hat wohl alles mit der Tormato-Tournee, um das vorhergehende Album zu promoten. Das waren ja über 100 Auftritte in Nordamerika und Europa. Die Setliste beinhaltete auch Kompositionen wie Circus of Heaven und Arriving UFO, was nicht unbedingt bei allen Fans gut ankam. Die Band hatte damals diese berühmte runde Drehbühne in der Mitte der Auftrittshallen. Und ja, das war eine sehr lange Tour, sehr aufsehenerregend, aber eigentlich auch sehr erfolgreich. Und wie so oft in diesen Jahren war die Tournee vermutlich etwas erfolgreicher als das eigentliche Album, das sie dort promotet haben. Sicherlich war es die Länge der Tormato-Tour, die zu allerlei Reibung und Konflikten zwischen einzelnen Bandmitgliedern beigetragen hat. Und im November 1979 sollten dann die Aufnahmen für ein neues Album beginnen und man entschied sich dabei, nach Paris zu gehen, vermutlich in irgendeiner Art von Vorstellung, dass die Stadt Paris eine positive Wirkung, einen positiven Effekt auf die Stimmung und Gesinnung der Bandmitglieder haben würde. Und ich meine, bei den Studioaufnahmen zu Tormato hatte es schon genug Probleme und Kaltschnäuzigkeiten zwischen den einzelnen Mitgliedern gegeben. Und Eddie Offord, der Klangzauberer und Tontechniker, hatte ja schon am Anfang der Produktion das Projekt verlassen und hatte vermutlich die Schnauze voll von einer zwischenmenschlich so komplizierten Band nach all den Jahren. Ich glaube, einer der wichtigsten Reibungspunkte war auch die musikalische Richtung, in die man Yes führen wollte. Und John Anderson hatte sicherlich eher die Absicht, dass die Musik mehr in Richtung Folkrock gehen sollte, weil das war das, was ihn zu dem Zeitpunkt am meisten interessierte. Und sieht man sich dazu vergleichsweise sein zweites Soloalbum an, das in de facto derselben Zeit entstanden ist, dann merkt man ungefähr, was für eine Art von Sound er da im Sinne hatte. Und Squire, White und Howe konnten da wenig abgewinnen. Die hatten eine deutlich kantigere Vision für die Band. Und das entsprach auch deutlich dem Zeitgeist. Wir befinden uns hier am Ende der 70er Jahre und Post-Punk war angesagt und kantiger Hardrock war angesagt und im Studio lief das dann alles nicht sehr rund und es gab allerlei seltsame und teilweise auch infantile Sabotageakte seitens der einzelnen Musiker. Oft ein sehr schrulliges, querulantisches Verhalten, das da zutage kam. Aber man muss auch bedenken, dass diese Musiker zu jenem Zeitpunkt immer noch am Ende ihrer 20er waren oder am Anfang der 30er vom Alter her. Was dann folgte, war diese berühmte Calvados South Tour, die John Anderson und Rick Wakeman gemeinsam unternahmen in Paris und wo sie sich gegenseitig ein wenig darüber ausweinten, dass das einfach nicht die Band ist, in der sie sein wollten und die Band, die sie schon immer sich erträumt hatten. Und es führte dazu, dass sie dann beide zeitgleich und gemeinsam aus der Band austraten. Hinzu kam, dass in derselben Zeit, ebenfalls in Paris, sich der Schlagzeuger Alan White das Bein gebrochen hatte, während einer Rollschuhfahrt, die er zusammen mit Richard Branson unternommen hatte. Und die Aufnahmen sind dadurch de facto zum Stillstand gekommen.
Eine offizielle Auflösung der Band fand da nicht statt, aber die Dinge verlangsamten sich auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall dann das Ende des Pariser Kapitels. Es war ein besonderer Fall in der Geschichte von Yes, weil sie tatsächlich versucht hatten, ein Album aufzunehmen und darin gescheitert sind. Und das war sicherlich für die beteiligten Musiker eine neuartige Erfahrung und eine neuartige Art der Niederlage, die sie einstecken mussten. Monate später begann man dann mit sporadischen Sessions wieder zurück in London, in den Townhouse-Studios und begann Musik aufzunehmen. Allerdings war das eher eine Suche nach Sound. Die Band war plötzlich eben ein Trio, bestehend aus Schlagzeuger, Bassist und Gitarrist. Und im selben Gebäude nahmen gleichzeitig das Pop-Duo The Buggles ihre neue Platte auf, damals natürlich bestehend aus Trevor Horn und Jeffrey Downes. Und die wiederum kämpften vermutlich mit dem Makel, ein One-Hit-Wonder zu werden, denn das waren sie ja zu dem Zeitpunkt. Sie hatten diesen riesigen Pop-Hit, der dem heute so ein wenig nachgesagt wird, mit einem Fanfarenstoß das MTV-Zeitalter eröffnet zu haben mit Video Killed the Radio Star. Und das war schon ein Projekt, wo die beiden Musiker vermutlich etwas Mühe hatten, eine zweite Platte aufzunehmen, die im selben Maße relevant werden sollte. Nun war das aber so, dass The Buggles von Brian Lane gemanagt wurden, der rein zufällig auch der Manager von Yes war. Und er hatte wohl die Idee, diese beiden Bands zusammenzubringen. Also das verbliebene Yes-Trio und diese zwei Musiker. Und gemessen daran, dass Trevor Horn Sänger war und Jeffrey Downes Keyboarder und dass bei Yes ein Sänger und ein Keyboarder fehlte, zeichneten sich da zügig gewisse Zusammenhänge ab, gewisse komplementären Zustände. Allerdings kam das so schnell nicht zustande, denn da spielten einige Details eine Rolle. Zum einen war das so, dass so jemand wie Steve Howe erstmal ein wenig verdutzt über die Idee war, dass plötzlich diese zwei Pop-Größen eine Rolle in Yes spielen sollten. Aber am Anfang hatte man das den beiden ja auch gar nicht so verkauft. Man hatte sie mehr so locker ins Studio eingeladen, um mal ein bisschen paar Ideen hin und her zu spielen. Und für Trevor Horn bestand die ganze Zeit die Erzählung im Vordergrund, zumindest so hatte man es ihm lange präsentiert, dass die im Grunde auf der Suche nach Songwritern sind, die vielleicht mal Material beitragen. Und deswegen begannen die so mit Yes aufzunehmen. Stets in der Vorstellung, dass das alles ja nur Demos sind und dass irgendwann John Anderson aus dem Urlaub zurückkommen würde, um dann seine Stimme aufzunehmen. Aber irgendwann war die Katze halt aus dem Sack und das Angebot stand auf dem Tisch, dass die Band wieder ein Quintett werden sollte mit Trevor Horn am Gesang und Jeffrey Downes an den Keyboards. Und das war etwas, was mit vielen Problemen verbunden war, denn Trevor Horn ist ein solider Sänger, aber man wusste von Anfang an, dass das Problem im Raum stehen wird, dass viele Yes-Fans derartigen John Anderson vernarrt sind, dass sie das nie so richtig akzeptieren würden. Aber the show must go on. Man hatte ja sogar Eddie Offord überredet, zurückzukommen, um im Studio diese neue Musik mit der neuartigen Band, mit diesem neuen Line-up aufzunehmen. Das hielt aber nur einige Tage und ich glaube, Eddie Offord ist dann relativ zügig, kreischend wieder davon gelaufen, gewahr dessen, dass vermutlich allerlei Probleme, die er von früher kannte, sich in keinster Weise behoben hatten. Und so begann sich die Band eher selbst zu produzieren, wobei Trevor Horn einige sehr bekannte Tontechniker organisiert hatte, wie Hugh Padgham. Und ja, damit begannen die Aufnahmesessions zu Drama. Damals, zu diesem Zeitpunkt, sollte das eines der merkwürdigsten Yes-Alben werden, die bis dahin bekannt waren. Die Veröffentlichung fand am 18. August 1980 statt. Dies war also der Eintritt der Band in die 80er Jahre.
Und ich schätze mal, die Produktion war weitgehend organisiert durch Trevor Horn selbst und Steve Howe vor allem. Jede Seite der Platte hat drei Tracks. Interessant ist hier sicher das Detail, dass dies als eine Gemeinschaftsproduktion von den Bandmitgliedern behandelt wurde und so, dass jeder einzelne Track sozusagen die gesamte Band als Songwriter stehen hat. Was ja sichtlich ungewöhnlich ist im Yes-Katalog, denn früher war das doch eher so, dass es dann ganz bestimmte Songwriter gab in der Band, oft Steve Howe und John Anderson zusammen oder Chris Squire alleine, die dann bestimmte Tracks beitrugen. Beginnen tut dieses Album mit Machine Messiah, einem düster anmutenden Song mit schwerem Sound und einem geradezu dämonischen Tonfall. Es ist interessant, hier Steve Howe zu hören, während er etwas Abschied von seinem verspielten Stil nimmt und mehr den schwergewichtigen Hardrock-Sound erkundet. Allerdings kommt dann der Gesangspart, der wiederum sehr leichtherzig ist. Hier spürt man diesen frischen Spirit von Buggles recht deutlich. Chris Squire ist total in Fahrt auf diesem Album. Er spielt hier weniger oft seinen Signature-Type Rickenbacker 4001 und spielt viel öfter hier diesen weißen Elektra-Bass, den man auch in den Videoaufnahmen sehen kann. Downs haut hier richtig auf die Pauke mit einigen abgefahrenen Keyboard-Solos. Hier wird also auch viel signalisiert, so nach dem Motto: Keine Angst, das ist immer noch Prog. Vieles an Machine Messiah trägt noch ein fernes Echo von Tormato, finde ich, insbesondere in den letzten Minuten in diesem Track, wobei im Finale von Machine Messiah die Keyboards von Jeffrey Downs fast etwas Pink Floyd-artiges haben. Alles in allem ist das ein guter Eröffnungstrack und die eigenwillige Atmosphäre des Songs lenkt einen sofort von dem Gedanken ab, dass das eben nicht John Anderson am Mikrofon ist. Der zweite Track auf der A-Seite ist die 80 Sekunden lange Mini-Komposition White Car. Und ich mag das Stück. Es ist sichtlich interessant und nur eine kleine Vorspeise für das, was sogleich folgen soll, nämlich möglicherweise mein Lieblingstrack auf diesem Album mit dem Titel Does It Really Happen? Chris Squires Bass ist hier gigantisch und diese kaltschnäuzige, etwas poppige Stimmung und die Gesangseinlagen, die da so in das Stück eingewoben sind, sind wirklich großartig. Es zahlt sich aus, dass die Band nicht versucht, wie Yes zu John Andersons Zeiten zu klingen, was zu Trevor Horns Gesang besser passt. Trevor Horn ist kein großartiger Sänger, er ist ein extrem musikalischer Sänger und er kann hohe Töne fischen, aber seine Stimme ist nicht allzu aufregend. Hier besteht seine Qualität vor allem darin, dass seine Stimme fantastisch mit Chris Squires Stimme verschmelzen kann und somit die typischen Harmoniegesänge bei ihnen sehr gut klingen und sehr gut funktionieren. Und der Track hat eine mittlere Passage genau in der Mitte des Songs, die zu den besten gehört, das ich von Yes jemals gehört habe. Ein cooles Lied und ein klarer Hinweis darauf, dass Yes in den 80ern angekommen waren. Ein herrliches kleines Bass-Solo im Finale und damit endet dann auch die A-Seite. Die B-Seite beginnt mit einem fast etwas exotisch anmutenden Track, der, glaube ich, ursprünglich von Trevor Horn geschrieben wurde und hier massiv für Yes überarbeitet wurde, aber ursprünglich vermutlich für The Buggles gedacht war, mit dem Titel Into the Lens. Dieses Lied gibt Trevor Horn die Chance, seine Stimme von der besten Seite zu zeigen und passt sehr gut zu seinem Vokal. Es ist eine poppige Melodie, die mit einem sehr proggigen Arrangement versehen ist, was das Lied sichtlich interessant macht. Eine coole Nummer. Alan Whites Schlagzeug klingt an dieser Stelle großartig. Und mal ehrlich, das Sounddesign und Wechselspiel zwischen Jeffrey Downs an den Keyboards und Steve Howes Telecaster-Gitarre klingen hier 100-mal besser als anderthalb Jahre zuvor auf Tormato, wo Rick Wakeman und Steve Howe eher gegeneinander spielten als miteinander. Hier bei Into the Lens kann man hören, wie dieses ursprüngliche Konzept, also in einem Ohr Keyboards und in dem anderen Ohr die Lead Guitar, soundtechnisch großartig aufgeht. Das nächste Stück auf der B-Seite
trägt den Titel Run Through the Light. Und das ist für mich eindeutig der absolute Tiefpunkt des Albums. Ich komme mit dem Lied überhaupt nicht klar, muss ich sagen. Und es erscheint mir ziellos und harmonisch und melodiös, komplett unfokussiert und ist wahrscheinlich das eine Stück auf diesem Album, wo ich tatsächlich die Tendenz hätte aufzustehen und es einfach auf der Schallplatte zum Beispiel zu überspringen oder einfach die Zähne zusammenzubeißen und es auszuhalten. Genau das Gegenteil gilt für das letzte Stück auf diesem Album, das epochale Tempus Fugit. Das ist eines der Highlights auf dieser Platte, ganz eindeutig. Squires Electra Bass klingt hier gigantisch. Und mich hat immer dieses Zusammenspiel zwischen dem schnellen Gesang und diesen schnellen Bassparts, die er da gleichzeitig spielt, immer ziemlich umgehauen. Also auch gerade wenn man das live sieht, das war eine große Stärke von Chris Squire, seine Fähigkeit, sich wirklich geistig in zwei Hälften aufzuteilen und sozusagen mit den Händen teilweise sehr komplexe Bassmuster zu spielen, während er einen nicht minder komplexen Gesang aufbot. Und das häufig auch als die zweite Stimme einer Melodieharmonie, was ja auch nicht so ganz einfach ist, da es letztendlich dem Hauptsänger vorbehalten bleibt, die uns eher vertraute Songmelodie zu singen, während Chris Squire immer die Zweitstimme sang, die dann in einer anderen Tonlage war, oft irgendwie eine Terz höher. Und somit musste er ein Leben lang diese ganzen Yes-Songs, die Gesangsmelodien alle in einer anderen Tonlage lernen, als wie wir sie uns so im Kopf vorstellen, wenn wir an eine Yes-Melodie denken. Einfach nur meisterhaft. Bei dem Cover entschied man sich, sehr bewusst übrigens, ganz schnell dafür, wieder zurück zu Roger Dean zu gehen, nachdem die Cover der letzten beiden Alben von Hypnosis gemacht wurden und nur begrenzt reizvoll waren. Der logische Ansatz hierbei war wohl, dass der ausgetauschte Sänger ohnehin die Glaubwürdigkeit der Band mehr als genug strapaziert, also sollte unbedingt etwas Vertrautes her. Roger Dean hat da dieses eisige Monument geschaffen mit den enigmatischen schwarzen Katzen im Vordergrund. Und ja, dieses Cover gilt für viele als eines seiner besten. Und nachdem das Album erschien, musste getourt werden. Und das war nicht unproblematisch. Zum einen wurden weite Teile der Tour vorher ausverkauft, bevor das Album überhaupt rauskam. Und das Management der Band war dann nicht sehr mitteilsam bezüglich des kleinen Details, dass John Anderson und Rick Wakeman gar nicht an Bord sind. Für manche war das etwas, das sie erst in der Halle beim Konzert gemerkt haben. Für Trevor Horn muss das eine echte Feuertaufe gewesen sein. Trevor Horn ist, zumindest von seinem Erscheinungsbild, ja mehr ein geekiger Typ Künstler und nicht unbedingt der dominante Bandfrontman. Und aus dem Publikum kam ihm da manch eine Unflätigkeit entgegen, da sich da in der ersten Reihe nicht selten die hartgesottenen John Anderson-Fans versammelt hatten. Das größere Problem war aber, dass die Band ja auch älteres Material spielen musste. Natürlich nahm man davon Abstand, die ganz voluminösen Tracks zu spielen, wie Gates of Delirium oder Close to the Edge. Aber auch sonst war das John Anderson-Material für Trevor Horn Hölle auf Erden. Ich habe mir mal die Setliste der Tour angesehen und Yes spielten auf der Dramatour zusätzlich Tracks wie Yours is No Disgrace, And You and I, Starship Trooper und Roundabout. Es wurde auch ein unbekannter Track namens You Can Fly From Here gespielt, der aber damals nie im Studio angespielt wurde. Die Band hat über 30 Jahre später um diesen Track herum gleich zwei Alben gemacht mit dem Titel Fly From Here. Für Jeffrey Downes an den Keyboards war das alles eine einzige Wonne. Er füllte gerne die Schuhe von Rick Wakeman aus und brachte ebenfalls Berge aus Synthesizern mit und hatte seinen Spaß. Aber Trevor Horn hat später öfter mal diese Anekdote erzählt, dass er manchmal nach Jahren und Jahrzehnten diesen wiederkehrenden Albtraum hat, aus dem er dann mit Schweißperlen auf der Stirn erwacht. Und zwar findet er sich in diesem Traum plötzlich auf dem Rücksitz einer Limousine wieder und neben ihm sitzt Chris Squire und hat Kopfhörer auf dem Kopf und einen Walkman in der Hand
und sie sind unterwegs zum Madison Square Garden und Chris Squire nimmt die Kopfhörer ab und reicht sie Trevor Horn mit den Worten: Trevor, hör dir das mal an. Wir hatten da eine kleine musikalische Idee und dachten, dass wir es nachher live spielen könnten. Sichtlich interessant ist das Vermächtnis dieses Albums, denn ich bin ja alt genug, um mich noch daran zu erinnern, wie das Album rezipiert wurde, als es herauskam. Und die Kritiken waren da lauwarm und in weiten Kreisen der Yes-Fans und der Prog-Rock-Bands wurde dieses Album de facto abgelehnt und ignoriert. Da herrschte eben noch immer dieser Pathos vor, dass Yes eine Band ist, die danach gemessen werden muss, wer in der Band gerade drin ist. Und Yes ohne John Anderson und teilweise auch ohne Rick Wakeman, das fand man schon sehr problematisch. Aber das Interessante ist ja, dass dies eines der Beispiele ist, wo ein Album im Fluss der Zeit plötzlich ganz anders sich platziert im Gedächtnis der Menschen. Und heute, 40 Jahre später, ist das hier eigentlich eines der beliebtesten Yes-Alben. Und guckt man sich alle möglichen Rankings und Review-Videos auf YouTube an, so wird das sehr oft hochgelobt und wird verstanden als ein echtes Schlüsselalbum und ein sehr interessantes Album von dieser Band. Und heute muss man sich wegen Drama wirklich nicht beklagen. Also das Album wurde massiv rehabilitiert und ich habe schon Rankings gesehen, da ist es auf Platz 1 oder auf Platz 2 oder auf Platz 3 erschienen. Ich muss gestehen, weil ich mir das vorhin auch nochmal angeschaut hatte, in meinem eigenen Yes-Ranking-Video, das ich vor ein, zwei Jahren gemacht hatte, landete das Album auf Platz 15, also so richtig mitten in der Strecke. Das bedeutet aber nicht, dass ich es nicht mag. Und somit, ich gebe diesem Album gerne 4 Sterne. Es sind vielleicht nicht die interessantesten Yes-Tracks für mich, die ich so kenne, aber diese lässige, energetische Art, die Musik zu spielen und dieser professionelle Sound und einfach diese Energie, die die Band hier präsentiert, ist schon sehr bestechend. Und ich würde es mal so sagen, das hier ist eindeutig ein besseres Album als Tomato, aber Tomato liegt mir mehr am Herzen. Deswegen rankte es damals in meinem Ranking auch ein bisschen höher als Drama. Es ist etwas Kaltes und Distanziertes auch an dieser Musik, finde ich. Und das ergibt irgendwie Sinn, denn die romantische und verträumte Komponente an Yes, die kam immer von John Anderson. Und das würde sich dann aber schlagartig auf dem nächsten Album ändern, auf 9-1-2-5, wo es sozusagen zu einer Begegnung kommt zwischen Trevor Horn und John Anderson und einer Neuordnung der zuständigen Aufgaben. Dazu aber dann vielleicht in einem anderen Video. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.